Die Aufnahme. Denen einen Hammer geben. Ich habe hier noch einen Schlaghammer für dich. Ah, sehr gut. Dann habe ich einen in Reserve. Vielen Dank. Dafür nichts. Kostet das weniger? Nein. Okay. Dann halt nicht. Dann verschwinde ich mich. Nasty kommt ursprünglich von den Outlaws, auch wenn sie anders wirkt. Ja, ja, ich sehe schon. Einsatzempfehlung? Wir werden sehen. Verstehe. Schau ich mir an. Vielen Dank für die Nachricht. Oh, Nasty. Let's talk with her. To Red bringe mich. Alles okay? Geht so. Ey, pass mal auf. Es gibt da so eine Sache, die ich unbedingt loswerden will. Deine Mr. Bad Guy-Nummer, die du hier abziehst, fängt an mir zu gefallen. Also lass dir von den Arschgeigen da bloß nicht reinquatschen, okay? Oh je. Oh je, ich will doch niemandem gefallen. So eine Mission? Ah, anscheinend nicht. Wer fehlt denn hier noch? Fox und Jax. Ich glaube, mit Fox bin ich durch. Ja, schaut's auch. Ein Mann fragt natürlich. Wie sieht's aus? Hast du einen neuen Plan? Ja, tatsächlich habe ich den. Gut, dass du danach fragst. Dieses Mal wird es einfacher werden. Wirklich? Dann lass mal hören. Die Jäger Rolf und Balder streiten sich ständig über ihre Jagdreviere. Achso, ich muss weiterreden. Oh. Ich weiß, schlimm die beiden, aber im Grunde harmlos. Ja, und ich werde versuchen, diesen Streit zu schlichten. Das wäre doch eine überaus menschliche Tat, oder? Hm, allein der Versuch wäre es. Das ist schon richtig, aber... Ja, ich weiß. Es ist schon so etwas wie die Königsdisziplin der zwischenmenschlichen Aufgaben. Aber wenn ich es niemals versuche... Verstehe schon. Wie soll das ablaufen? Ich werde mich in den Streit einmischen und die richtigen Worte finden, um das Ganze zu beenden. Und du als mein Mentor wirst mich zu ihnen führen. Ohne deine Aufsicht habe ich viel weniger Chancen auf Erfolg. In Ordnung. Für mich klingt das erst einmal nach einer einfachen Aufgabe. Dann abgemacht. Führe mich zu ihnen. Mitkommen. Selbstverständlich. Oh je. Oh je. Wer fehlt da noch? Wer bist du? Schmied, seit wann haben wir sowas? Warum ist da ein Monster? Warum ist da ein Monster? Wo war denn das Ding? Ist das ganz unten? Wirklich? Solange das Viech nicht draufkommt. Krokodilklaue. Oh, lass uns einfach mit beiden jagen gehen und schauen, wer zuerst eingeht. Ich glaube, Myra haben wir auch noch, mit der ich reden muss. Ich nicht, dass ich den Schmied habe. Hör mal, du Flachzange. Warst du das? Bitte was? Na, die Flusskriecher unterhalb der Bastion. Ja, richtig. Das waren, die... Was fällt dir ein? Das ist mein Jagdrevier. Also kümmere dich in Zukunft gefälligst um deinen eigenen Mist, verstanden? Nicht zu fassen, diese bekackten Amateure. Verdammt nochmal. Was willst du denn jetzt? Also, ich höre, dass sich die Gemüter sehr erhitzt haben bei eurer lebhaften Diskussion. Ich hätte da ein oder zwei Lösungsansätze anzubieten. Was? Hey, hör mal. Ich schätze, du meinst es gut, aber besser du hältst dich da raus. Nun, es ist doch ganz offenkundig, dass ihr euch in einer Art Pattsituation befindet. Also, so wie ich das sehe, gibt es nur eine Möglichkeit. Was hast du gesagt? Ich geb dir gleich Pattsituation. Jetzt bleib mal bei der Sache. Was mischt sich dieser Wicht hier ein? Oh, ich komme besser später noch einmal wieder. Die Sache ist noch nicht geklärt.
Ich finde deine Beharrlichkeit und deinen unerschütterlichen Glauben schon sehr bemerkenswert. Das ehrt mich sehr, jedoch setzt es voraus, dass ich eine Seele hätte. Nach allem, was ich an Definitionen dafür in meinen Archiven finden konnte, ist das allerdings sehr unwahrscheinlich. Hast du noch Ausrüstung, die du erübrigen kannst? Kommt drauf an, was du brauchst. Zeig mal, was du hast. Na, Pelze, oder? Nichts Wichtiges. Was war jetzt mit der Mission? War's das? Was zum Teufel? Und wie zufrieden bist du mit deinen letzten Bemühungen, menschlicher zu werden? Nun, bisher hatten die Leute meist nur ein müdes Lächeln für meine Aktionen übrig. Oder es gab Ärger. Menschen eben, hm? Du sagst es. Eure Spezies ist sehr kompliziert. Wie auch immer. Ich bin noch nicht am Ende meiner Möglichkeiten. Du wirst schon sehen. Ziemlich durchwachsenes Ergebnis, würde ich sagen, hm? Ich nenne das Startschwierigkeiten. Wie gesagt, ich bin mir darüber im Klaren, dass mein Unterfangen nicht einfach wird. Wahre Menschlichkeit bekommt man ja in der Regel verliehen und muss sie sich nicht erarbeiten. Ah, wenn du dich da mal nicht täuschst. Nur ein Mensch zu sein reicht bei vielen nicht aus, um menschlich zu sein. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das ist sehr ermutigend. Vielen Dank. Mehr Glück also beim nächsten Versuch. Frage mich am besten später noch einmal danach, wenn ich meine Daten ausgewertet habe. Ich brauche. Das war ja eine richtig geile Nebenmission. Du! Was kann ich lernen? Nichts, ich habe keine Lernpunkte. Das sollte ich schon wissen. Okay, wer fehlt denn jetzt noch? Myra! Irgendwie ist sie wieder im Alplager, die Myra. Oh, ja. Wo ist sie? Bully? Box? Na, ist die. Hey, hör mal. Ich denke, es ist wieder soweit. Wen werden wir denn jetzt wieder verärgern? Willst du dich nicht mal mit Kaya unterhalten? Immerhin ist sie ebenfalls ein Oberhaupt ihrer Gilde. Nee, die Berserker nehme ich mir ein anderes Mal vor. Wir gehen zuerst zu den Alps. Ich will mit Alexitor Ekrom sprechen und du wirst mich begleiten. Kannst du das nicht alleine machen? Willst du etwa riskieren, dass ich die Alps gegen dich aufhetze? Das Ergebnis bei den anderen Oberhäuptern war bisher auch nicht viel besser. Komm, hör auf zu labern und bring mich zu Ekrom. Soviel ich weiß, ist er vornehmlich allein in den Ruinen von Ignadon unterwegs. Das klingt nicht besonders präzise. Egal, wir werden ihn schon finden. Mitkommen. Gut. Ist das Crony? Ja, dann finden wir vielleicht den Myra. Oh, wie ist der Name noch gleich? Goddammit. Audience bei den Alps. Ja, sie ist noch da unten. Das sollte ich hier mal wiederholen. Für eine weitere Mission. Sie mag mich nicht, deswegen hängt sie nicht in der Bastion ab, wie es ausschaut. Sind die Kerle in Ignadon auch so wie damals im Eispalast? Die Alps haben viele Federn lassen müssen nach ihrem Krieg gegen die freien Menschen. Sie haben eine Menge dazugelernt. Du willst mir hoffentlich nicht weismachen, dir gefällt es hier. Doch, das tut es. Stört dich was? Nein, abgesehen davon, dass ich mir den Arsch abfriere, könnte ich glatt hier einziehen. Bewegung hilft. Fresse halten auch. Ja, jetzt leg dir mal eine Rüstung zu, Mädel. Jo, Boss.
Eine Sache noch. Also, das hier ist Nasty. Sie ist, Wie ich sehe, ist sie eine Vertreterin der Morkons, richtig? Und wie ich sehe, bist du eine dieser Kalkleisten, die sich für was Besseres hält und unsere Länder tyrannisiert. Oh Mann. Was? Ey, pass auf, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin wieder Sonic. Das stimmt ja nicht. Hat er uns rausteleportiert? Oh. Das ist nicht meine Shotgun. Da eine steht einfach. Oh. Ring? Oh. Das Einzige, was das Mädel macht, ist Superkicks ins Nichts schicken. Multischaden! Er hat mich getroffen mit dem Superkick. Und mit was ganz anderem. Oh, Mist. Oh, es geht weiter hier. Ich glaube, ich hau mir besser entscheidenden Raketenwerfer rein. Was haben wir hier? 7 Schuss. Oh. Klar, dass da nichts funktioniert. 4 Schuss. Ich hab das da ja schon in gut. Big Boss. Oh. Nicht weglaufen. Oh, er ist so schnell. Und er glitscht da rum. Das ergibt doch keinen Sinn. Du weißt um unsere Elex-Knappheit. Was, wenn das Silo kaum Elex hatte? Was, wenn sie nur einen Grund gesucht haben, uns weiteres Elex zu verweigern? Das würden sie doch nicht tun. Wer weiß. Es hat. Ich bin wieder Sonic. Pass auf, irgendwas stimmt hier nicht. Sonic der Hedgehog. Oh. Wenn. Komm schon. Da wird noch ein paar Multis drin sein. Letzter Schuss. Nicht super kicken lassen. Ich da. Eins down. Kann ich quick saven. Den habe ich geklitscht, wie es ausschaut. Ah, meine Superfähigkeiten. Na, ich will eine Granate werfen. Ich glaube nicht. Ich glaube, er ist ganz zahm. Du auch, Nasty? Schießt du mal? Komm schon, Nasty. Nasty gegen Kampfotron 800. Ah, Elex. Warum? Hängt sich aus, wenn ich spiele. Oh. Willst du angreifen, Nasty? Soll ich machen? Ich habe ihn wahrscheinlich rausbekommen aus der Klitschposition. Ja. Bist du Freund oder Feind? Ah, mein Kopf. Die Infektion. Hatte sie schon fast wieder vergessen. Super. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir.
Wenn die Alps so schlau sind, warum hauen sie da nicht ab? Sie sitzen auf einem Pulverfass in Ignadon. Nicht alle Alps sind dazu bereit. Sie wollen ihr neu erobertes Territorium nicht einfach wieder aufgeben. Oh Mann. Das war ja was. Ja. Das war nicht der beste Fight, aber irgendwie kommt mir vor, Nesti macht noch nicht viel. Kann das sein? Granatwerfer. Warte mal. Granate 233. Beschädigte Granatwerfer. Ich hab dir schon alles in gut. Du, komm her. Da will jemand Ärger. Ja, schön, wenn du den Leuten mal auch Ärger gibst dann. Und nicht nur sagst, dass sie es wollen. Als Gigant. Da kann ich nur Rock Throw. Ja, mit dem kleinen Rock Throw daneben. Ah, da darf ich nicht nur gucken, Moni, wie es ausschaut, dass ich da mal gescheit Gas gebe. Aber Shotgun Moni habe ich genug. Und eine neue Shotgun. Was ist denn da geflogen? Eine Leiche. Okay. Bring. Den Fetten haben wir da und den Kleinen werden wir auch schaffen. Dodge. Okay. Nice Teamwork. Wir werden dann irgendwann einmal Teamwork. Was kriegen wir? Eine Klaue? Wie fühlt sich das an, nicht mehr die Nummer 1 der Alps zu sein? Ich musste schmerzlich feststellen, dass ich nie wirklich Herr der Lage am Hofe des Eispalastes war. Seitdem hat sich daran wenig geändert. Das muss ja nicht so bleiben. Oh, warum nehme ich dich überhaupt noch mit? Schönes Dreckloch hier. Mehr davon. Was gefällt dir? Geisterrufer, wo ist das? Geisterrufer. Oh. Ich kann es nehmen. Oh, schönes Teil. Schönes Teil. Den wir gleich testen. Klingt gut. Das macht gleich nichts mehr. Seit dass ich ein bisschen mehr Pfeile kaufe. Nein, nicht Nesti anreden. Die mault doch nur. Die mault mich doch nur an. Das will ich nicht. Ins Fleisch und so Sachen. Ja. Nee, gibt mir noch die Kamille. Goldader. Selten gesehen bis jetzt. Brrr. Okay. Zurück zu den Alps. Sehen mich sicher gerne nochmal. Lässt sie was zu sagen? Komm, lass es einfach, okay? Ich will es nicht hören. Ich verstehe dich nicht. Warum machst du das? Hat dich jemand aus der Grotte rekrutiert, die Oberhäupter anderer Gilden zu testen? Natürlich nicht. Die wissen überhaupt nichts davon. Ich verfolge meinen eigenen Plan. Aber was beabsichtigst du dann mit diesem Unsinn? Dass du die Beziehungen der Gilden untereinander verbessern willst, kaufe ich dir nicht mehr ab. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Dein Job ist es, dass du mir diese Audienzen ermöglichst. Der Rest ist meine Sache. Von mir aus, wenn es dich glücklich macht? Ich werde lediglich noch einen letzten Versuch starten. Und zwar bei den Berserkern in Tavar. Dazu brauche ich allerdings noch eine Weile. Wenn ich bereit bin, werde ich es dir sagen. Dann kannst du immer noch entscheiden, ob du mich unterstützen willst oder eben nicht. Na, großartig. So, und jetzt lass uns weitermachen. Ich brauche noch mehr Kampftraining. Warum klitscht alles? Warum klitscht hier wieder alles? Und das wieder für eine Episode. Okay, geht mal, Mister.
Mrs. Mirror besuchen. Oh. Warum klitscht wieder alles in dieser Episode? Du laufst doch sonst so flüssig, Alex. Oh, ich habe eine nette fette Waffe. Yeah. Gibt's doch eine andere Waffe. Ein Alex 1, die auch so ähnlich heißt. Erster Szene oder so. Ich glaube, die Waffe, die ich gerade aufgehoben habe, heißt doch auch so. Sie ist im Nebengebäude, ich weiß es schon. Er lebt mit seinen Safes, der wird auch noch einmal angegangen. Wie sieht's aus? Ich wäre soweit, einige strategische Pläne der Morkons zu erbeuten. Deren zerstörerisches Potenzial könnte das Depot in Schutt und Asche legen. Das gilt es mit aller Macht zu verhindern. Es gibt weitaus Gewaltigeres, das uns alle bedroht. Die Angriffe der fremden Eindringlinge haben klare Strukturen und ihre Intentionen sind mehr als eindeutig. Doch die Falschheit und Unberechenbarkeit der freien Menschen ist für mich weitaus bedenklicher. Die Morkons machen keinen Hehl daraus, dass sie destruktive Fanatiker sind. Das sollen wir alle glauben, doch ich denke, da steckt noch mehr dahinter. Finden wir es heraus. Yep. Zeig mir deine Morkons. Gut, folge mir. Es ist wie das letzte Mal. Irgendwo dort haben die Morkons ihre strategischen Pläne gelagert. Und ich denke, sie werden nicht darüber erfreut sein, wenn wir sie ihnen entwenden. Ja, das sind vorbei. Ich bin nicht Sonic. Sind wir also besser vorsichtig? Ich bleibe sind hinter dir. Ah, Scheiße. Er fragt schon wieder rum. Das Morkons wirklich Anfängergebiet? Was auch immer du dir dabei versprichst. Wir werden die Jungs nur verärgern, wenn sie merken, was wir vorhaben. Wenn du das nicht willst, dann sorge besser dafür, dass sie es eben nicht merken. Ist okay. Da können wir doch schon mal durchrasen. Es wird doch kein Außenposten sein. Dass die Menschheit überhaupt noch existiert, grenzt an ein Wunder, wenn ich mir ihre Wurzeln hier so betrachte. Alter Jungs, was geht ab? Bluthund. Ich kann jetzt nicht. Du saufst gerade, ich verstehe schon. Was willst du hier? Du hast ja nichts zu suchen, verschwinde! Sonst noch jemand? Bluthund. Hätte ich nicht noch mehr verfehlen können? Gleich noch einen reinwirken. Die ziehen sich einfach zurück. Ja, und schattet mich wahrscheinlich. Gut. Hast du Myra schon erledigt? Bin so schnell down gegangen. So, noch immer. Okay. Wenn der da einfach weiter sauft, sich raushält, warum sollte ich denn da angreifen? Ja, mal durchlooten hier. Boah. So träge. Da. Das sind die Pläne. Jetzt weg hier. Fighten die gerade? Ah, jetzt will er doch fighten. Er hat Moves. Ich dachte es mir. Da was geht. Oh. Komm, steh auf. Auf.
Mehr als Zerstörung steht offenbar nicht in dem Vermögen dieser Morkons. Dafür stehen sie. Hier sind die Pläne der Morkons, die du wolltest. Gut, das ist sogar sehr gut. Endlich bekomme ich ein paar mehr Einblicke in die Machenschaften dieser religiösen Fanatiker. Ich werde sie alsbald auswerten. Was dann? Das weiß ich noch nicht. Frag mich später noch einmal danach. Irgendwie am uninteressantesten. Hast du denn mittlerweile irgendwelche Erkenntnisse aus den erbeuteten Plänen gewonnen? Ja, in der Tat, das habe ich. Doch ich glaube kaum, dass sie dir nützen werden. Warum nicht? Es geht um emotionale Reaktionen und Einstellungen bestimmter Sachverhalte. Zum Beispiel? Wie sie über Fortpflanzung denken. Was sie machen würden, wenn alle anderen Gemeinschaften nicht mehr da wären. Weiterführende Techniken im Zusammenhang mit unausweichlichen Bedrohungen und Überlebensängsten. Ängste? Sehr gut. Das Studium solltest du intensivieren. Sieht ganz so aus. Okay, wie willst du damit dein Volk beschützen? Das solltest du eigentlich am besten wissen. Kenne deinen Feind und du weißt, wie du ihn am effektivsten treffen kannst. Mhm. Ja, genau. Oh, ja, mitkommen. Vielleicht hat sie ja noch eine Mission für mich. Hopp. Und schlafen gehen. Alleine. Deine Rüstung schaut nicht bequem aus zum Schlafen. Hm. Seltsam. Genau. Degenerierte Kultur, die diese Bauten hinterlassen hat. Jetzt sitze ich hier schon 3 Tage rum. So langsam könnte mal einer den Gefangenen abholen. Der geht mir schon tierisch auf die Nerven. Das war wohl nichts. Kann ich jetzt gehen? Ja klar kannst du gehen. Allerdings nur an einen Ort, von dem du nie wiederkehren wirst. Das war wohl nichts. Halt! Ich kann dich bezahlen. Ich habe noch genug Splitter. Viele Splitter. Das war wohl nichts. Was sagst du? Wie viel? 100. In einer Truhe. Den Schlüssel habe ich bei mir. Dann her damit. Wo ist die Truhe? In der Nähe von einem Sendemast. Im Norden von Tavar. Ich zeig dir den Weg. Das war wohl nichts. Nicht nötig. Dann habe ich ja jetzt alles, was ich wissen muss. Das war wohl nichts. Eklig. Die 4 passen mal. Das war mal. Wohl nichts. Okay. Jetzt doch. Da habe ich zu viel. Maximal aus da. Qualmesser. Klingt nach einer Nebenmission. Mine klingt nach Tod. Das sind doch Nebenmissionen noch, die ich noch nicht fertig gemacht habe. Karakis. Nein. Da oben. Da gehen wir hin. Da bin ich, ja. Oh, bitte. Teleport. Mein Kopf. Ja, wir wissen es, du hast Kopfweh. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Waren wir da nicht schon mal? Da ist doch irgendwo der Bergtroll gewesen. Fette Stadt hier oben, die wir mal looten müssten dann. Ich weiß nicht, wo ich da überall schon war in diesem Gebiet. Da haben wir Gegnerz. Bei uns sind immer gefährlich. Kann ich speichern. Gepasst. Immer gefährlich, die Dinger. Was ist das für ein Gebäude? Das kommt mir nicht bekannt vor. Ratte.
Schaffen wir einen Rattenfreistoß. Mit Anlauf. Nein. Ah, schwacher Rattenfreistoß. Ich sehe schon die nächste Ratte da drin. Wo ist sie? Ich habe sie gesehen. Hat sie die Ratte versteckt? Sie ist in Sicherheit, ihr Schweine. Mist. Okay. Nein, ich will nicht sitzen. Das war's doch nicht. Truhe. Oh, ich muss Kriegers. Oh, Stärke hoch. Nice. Nehmen wir gleich. Extränke auch. Nett, nett, nett. Der Typ Heiler geheißen. 14.07. Der Trank zeigt keinerlei Wirkung bei meiner Frau. Ihr Zustand verschlechtert sich von Tag zu Tag. Sie spuckt Blut, hat starkes Fieber, ist zu schwach zum Laufen. Die Behandlung schlägt einfach nicht an. 23.06. Infizierte Ratte Nummer 3 wurde mit einem Kräutergemisch aus Stachelblüte, Kaltstachel und einer Mana-Pflanze behandelt. Anwendung fehlgeschlagen. Die Ratte ist verstorben. 28.06. Die infizierte Ratte Nummer 5 hat das Kräutergemisch mit dem Heilkraut gut vertragen. Vitalwerte verbessern sich. Ah, der Audio-Glitch hat mir kurz mal das Gehör versaut. Eidechse da drüben. Geht. Was haben wir noch hier? Knapp. Mürre, schaut nur zu. Sollte Macroni mitnehmen. Oder Frank. Die Mädels schauen dazu, wie ich fighte. Sie beeindruckt das anscheinend am meisten. Was sind das für Viecher? Wir haben die Moves. Naja. Er nicht. Er hat nicht die Moves. Er versagt auf ganzer Linie. Einer von denen hat die Moves anscheinend gehabt. Sieht nicht so aus, als ob Venyas Beruhigungsmittel funktioniert hat. Ha! Daneben. Wo ist er denn hin? Ah, er hat's rausgeschafft. Der chillt doch nur. Das war die ganze Mission. Nur schlechte Nachrichten. Das haben die Morkons dann vielleicht eher am liebsten. Leichten Ton, wo man einfach nur rechts und links fahren muss. Gelber Stein. Sehe ich hier noch irgendwas Interessantes? Ich höre eine Krähe. Ah, das könnte nach einem Fight ausschauen. Mine. Mine! Die habe ich nicht kommen sehen. Oh, ich hab mich geschreckt. Mehr tote Ratten.
Irgendjemand hat sich eine Chili gegönnt. Das ist so. Das ist alles hier. Schaut so aus. Ich starte es ein anderes Mal dran. Ja, Episode vorbei. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.